und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Tag 2 des großen Westspiel-Poker-Tour-Finales. Mit dem Start des heutigen Tages stehen nun auch die finalen Spielerzahlen fest. 361 sind es geworden, 183 von ihnen starten heute in den zweiten Tag, allen voran der Chipleader Emre Zingal. Gut getroffen habe ich. Ich habe keine großen Hände bekommen, keine großen Premium-Hände, keine guten Hände. Einfach gut getroffen, in Position, ausgenutzt, mitgenommen. Jetzt stehe ich da. Ist noch ganz am Anfang. Hast du dir deinen Seed-Draw schon angeschaut? Noch gar nicht. Bin gerade rein, Chips auspacken und dann schauen wir mal. Auf Platz 2 mit nur unwesentlich weniger Chips liegt Spieler Hani und auf Platz 3 Spieler Nick the Quick, der Tag 1A als Chipleader beendet hat. Ja, das erste Level des heutigen Spieltages ließ sich übrigens sehr gemütlich an, was wahrscheinlich vor allem daran liegt, dass die Levelzeit von 45 Minuten jetzt auf 60 Minuten erhöht wurde. Und es ist wirklich noch ein langer Weg für die Spieler, denn 2 Tage liegen noch vor ihnen, auch vor jenen, die wir in den letzten Tagen hier begleitet haben, wie zum Beispiel EPT-Sieger Marius Pospich, der an Tag 1A ins Rennen ging, dort wirklich einen aggressiven Spielstil an den Tag legte und letztendlich 60.000 Chips eintüten durfte. Einen nicht ganz so aggressiven Spielstil, dafür aber einiges mehr an Chips durfte Sabina Hiatulla, die Castingshow-Gewinnerin, eintüten, nämlich 70.000. Und damit sind es fast gleich viele Chips wie bei Bracelet-Träger Nico Teichert. Aber die Sicht auf ihren Stack könnte nicht unterschiedlicher sein. Also bei mir läuft gar nichts zusammen. Ich habe auf jeden Fall alles unter Kontrolle. Ja, und so sind auch Stackgrößen wie fast alles im Leben eine Frage der Einstellung. Jedenfalls positiv gestimmt ist Jens Terani, der gestern einen sehr guten Tag hatte, 100.000 Chips eintüten durfte und damit im ersten Drittel des Chip-Counts liegt. Schönes Turnier, ich freue mich jedes Jahr hier zu sein, schönes Teilnehmerfeld und jetzt gucken wir. So, und falls ihr heute Abend noch nichts vorhabt, jetzt um 18 Uhr startet der WSBT Cup für ein Bein von 300 €. Der wird insgesamt über 3 Tage gespielt, also wirklich ein schönes Turnier. Die Spieler kommen soeben aus der Dinner Break zurück und die haben sie sich redlich verdient, denn in den letzten Stunden gab es jede Menge Action an den Tischen. Das Feld hat sich bereits halbiert, das heißt nur noch 90 Spieler sind mit dabei und leider nicht mehr darunter ist Nico Teichert. Er musste letztendlich mit einem gefloppten Flushdraw ohne positiven Ausgang die Segel streichen. Die Schlüsselhand, die seinen Untergang besiegeln sollte, fand allerdings bereits davor statt. Also da habe ich 65.000 verloren, da war ich auf so rund 85.000. Da waren meine Ass-Könige suited gegen Damen im Spiel. Normal reize ich die nicht voll aus, die Karte, aber irgendwie hatte ich Bock. Und nachdem ich ein 4-Bit gekriegt habe, habe ich dann All-In gestellt. Bei Marius Pospich hat es ebenfalls danach ausgesehen, als müsste er bereits in den frühen Stunden des zweiten Spieltages die Segel streichen. Doch er konnte einige Male verdoppeln und steht jetzt tatsächlich wieder bei 150.000 Chips. Im Gegensatz dazu ist Sabina Hiatulas Spieltag eine stringente Erfolgsgeschichte. Sie konnte sich kontinuierlich nach oben arbeiten und steht jetzt bei 130.000 Chips und hat damit den besten Ladies-Stack vor sich stehen. Und damit hat sie wie die anderen Spieler auch noch die Chance auf die Siegesprämie, die mittlerweile feststeht. 87.000 € erwarten den Gewinner des Events. Insgesamt werden 39 Spieler im Geld sein. So, und jetzt noch zu einem anderen Thema. Von den 179 Spielern, die heute in den Tag gestartet sind, spielen 93 unter Nickname. Recherchen haben ergeben, dass es sich dabei wohl eher um einen Modetrend handeln muss, denn die meisten von ihnen haben überhaupt keine Fiskus-attraktiven Handmob-Ergebnisse vorzuweisen. Wir gehen allerdings davon aus, dass sie sich mit ihren Nicknames identifizieren können und deshalb haben wir eine Auswahl der Besten für euch vorbereitet. Nick the Quick, Big Tiger, Rocket, Magier, Marathonlauf, Papa Aaron, German Schnitzel, Jolly Joker, King Kong, Geronimo, Multi, FC Bayern, Havanna, Walter White, Honey und Spanier. So, und jetzt noch ganz kurz zum Omaha Side-Event-Ergebnis von gestern. Dort hat Spieler Eddie Scharf gewonnen, hinter ihm platziert Eddie Schafft an und tatsächlich auch am Finaltisch Eddies Anwalt, der Echte. 49 Spieler sind aktuell noch mit dabei, das heißt 10 müssen noch ausscheiden, bevor hier die bezahlten Preisgeldränge erreicht sind. Und es gibt einen Chipleader und zwar sowas von einem Chipleader. Halil Kognet stapelt mehr als doppelt so viel als die Spieler hinter ihm im Count vor sich und wir haben uns kurz mit ihm unterhalten. Ja, wie ist das passiert? Wir hatten gute Karten gehabt und ich hatte bessere Karten gehabt als meine Gegner, Gott sei Dank. Aber ich habe die ausschlaggebende Hand war, wo ich, als ich Pocket 8 hatte. Und da war Gott sei Dank ein Peak dabei. Einer stellt All-In
Ich habe Pocket 8er, ich habe ihn Ass König gegeben oder Ass Dame, weil der hat die ganze Zeit immer nur Action gemacht. Hab ich lange überlegt, habe ich reingestellt und dann gingen zwei Pik auf. Im Turn mache ich noch einen Bauchschuss durch noch und dann kam letzte Karte noch ein Pik und damit habe ich dann mit Flash gewonnen. Ja, kurz, ich glaube so ungefähr 20 Minuten später kam eine richtig schöne Hand. Ich bin auf dem Button mit Assen. Ich raise auf 20, ne, einer raise auf 8.000, ich raise auf 20.000. Links neben mir geht All-In mit ca. 150.000. Und nach ihm kommt noch einer, der hat ungefähr 120.000, stellt mit Ass-König rein. Für mich natürlich eine Easy-Call mit Pocket-Assen. Und Gott sei Dank haben die Asse gehalten und somit habe ich dann so viel aufgebaut. Ne? Jetzt zwar nicht ganz so viele Chips wie Halil, aber dafür einen trotzdem sehr guten Tag hat heute Sabina Hirtula. Ich bin mit 70.000 gestartet und bin jetzt bei 260.000. Größere Pötte oder kleinere oder wie ist es gekommen? Ja, ich habe auf jeden Fall zwei Pre-Flop All-Ins gewonnen, zwei große Pötte und so habe ich jetzt auch ein paar kleinere Pötte gewonnen. Fühlst du dich wohl am Tisch? Ja, fühle mich wohl, läuft gut, kann mich nicht beklagen. Hier gar nicht gut läuft es leider heute für Jens Terani. Ganz schlechter Tag. Nicht wirklich reingekommen und läuft auch die ganzen letzten Stunden nicht. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich da noch einen guten, positiven Spot kriege und dann schlimmer kann es kaum kommen. Kein schöner Tag. Ja, und dann wäre da noch Marius Pospich, der sich eigentlich den ganzen Tag gut geschlagen hat und dann kam es zu folgender Hand. Ja, Blinds 1.500-3.000. Ich habe 170 oder 80.000. Raise mit Buben auf 7.000. Der neben mir massiver Stack, ich glaube, der hat so 350.000 oder Monster viel und der ist halt sehr laut und redet viel und ist immer in Action und macht dann 20.000 auf meine 7.000 direkt links neben mir und sagt dann so, macht dann so ein bisschen Action am Tisch und sagt, Robby, guck mal, jetzt geht's hier ab, guck mal und hier und ich war dadurch abgelenkt und es ging auch schon weiter und dann hat einer seine Karte in die Mitte geworfen, eine graue Karte auf grauen Filz und ich war durch dieses Entertainment abgelenkt und sehe nicht, dass der da All-In war und nimm jetzt 13.000 in Chips in die Hand und call die 20.000, also das All-In habe ich nicht gesehen und musste ich alles bezahlen. Ich hätte nicht alles bezahlt, weil der dritte Mann Dame, König oder Asse oder Ass-König hat und da will ich halt um so viele Chips da nicht spielen in dem Turnier. Und unglücklicherweise hat jetzt noch der die 20 macht, auch noch Asse. Der All-In-Spieler hatte Ass-König, den hätte ich geschlagen, aber die Asse konnte ich dann nicht mehr schlagen. Und den Rest musste ich dann auch noch bezahlen, weil ich halt schon über 100.000 dann drin hatte. Da musste ich die anderen 40, 50 auch noch bezahlen mit dem Buben. Als der da mit den Assen dann nochmal drüber gegangen ist. Ist halt natürlich super ärgerlich. Weil ich jetzt, wenn ich es mitbekommen hätte, jetzt noch 170.000 hätte und dann wird es weitergehen. Ne? Ist ja nicht mehr so weit bis zum Geld. Wer hat Schuld? Ja, im Endeffekt ich. Ich hätte mich jetzt nicht ablenken müssen oder ablenken lassen müssen. Ist aber trotzdem richtig unglücklich gelaufen, weil Buben sind ja immerhin die viertbeste Hand. Ne? Muss ja auch nicht sein, dass der links neben mir dann Asse hat. Es halt, sind da mehrere Sachen daneben gelaufen. Mehrere Verkettungen von Unglücksfällen und ja, da muss man aber auch mal zu stehen. Ich weiß nicht, ob jeder Pokerspieler da immer hundertprozentig fokussiert ist und noch nie irgendwie die falsche Farbe reingelegt hat an Chips oder irgendwas nicht mitbekommen hat. Und ja, doof gelaufen. Ja, ein Level wird noch gespielt, dann ist Schluss für heute. Wir verabschieden uns auf jeden Fall bei euch. Die finalen Chip-Counts, die findet ihr wie immer auf pokerfirma.com. Wir melden uns morgen um 18 Uhr wieder. Bis dahin, macht es gut. Adieu.